Genau einen Kopf auf den Kopf geworfen. Ich weiß immer gar nicht, warum sich die Frauen darüber aufregen, wenn wir im Angelgeschäft einkaufen gehen. Oh, was für ein Oxer. Aber das Schwierige ist, erstmal hier irgendwie an Angelschein zu kommen. Moin Leute, nice, dass ihr wieder am Start seid. Wir chillen gerade in Frankreich und es war eigentlich eine geile Woche. Aber eine Sache will ich unbedingt nochmal versuchen, solange ich in Frankreich bin. Aber das Schwierige ist, erstmal hier irgendwie an Angelschein zu kommen. Also ich check mal schnell aus, wo es einen Angelschein gibt und dann geht's ab ans Wasser, ey. So, Stop 1, leider erst wieder ab 18 Uhr besetzt. Das ist ein bisschen spät. Okay, jetzt waren wir im letzten Laden, der noch offen hatte, auf dem Sonntag. Aber der hat keine Angelkarten. So, also doch ab ins Internet und jetzt mal hier durchwurschteln durch den ganzen Apparillo. Bla bla bla. Jetzt geht's hier einfach nicht weiter. Ja, eine halbe Stunde bestimmt mit dem Mobiltelefon versucht. No chance, er ist nicht iPhone-tauglich, die App. Mal sehen, ob es auf dem Laptop klappt. Irgendwo muss ich an eine Angelkarte kommen. Ey, das gibt's doch gar nicht. Ich habe die Region Drôme eingegeben. Hier steht hier aber nirgendwo drauf. Aber ja, werden wir sehen, wenn eine Kontrolle kommt. Ne? Könnte spannend werden. Also so sieht das Ding auf jeden Fall aus. Gut, der ging ja ratzfatz. Also super schnell sozusagen nicht. Jetzt muss ich nur noch ans Wasser. Eine Stunde Fahrt, eine Stunde Angelschein kaufen, mega. Jetzt habe ich hier die drei Spezialköder, ey, und bin mal gespannt, ob die tatsächlich funktionieren auf meinen ersten Schwarzbarsch. Lass probieren. So, das ist hier so ein Seenkomplex direkt Châteauneuf-du-Rhône. Hier will ich es jetzt erstmal probieren. Da ist einer, aber es ist ein Sonnenbarsch, glaube ich. Da ist alles voll Kleinfisch. Okay, Leute, ich versuche jetzt hier erstmal einen Frosch. Irgendwo habe ich mal gehört, dass die Schwarzbarsche ja immer sehr flach stehen. Da war schon eine Welle. Irgendwas haben wir aufgescheucht. Ey, brennt der Planet aber volle, Leute. So geil, wenn du den genau in die Schmotze schmeißen kannst. Mann. Oh, fuck, ey. Genau einen praktisch auf den Kopf geworfen. Oh, nein. Kam aus dem Kraut raus. Dieser geil. Nein. Mini-Fisch, seht ihr den? Der kommt genau hinterm Frosch her. Zack, wenn sich anguckt. Jetzt gelangweilt, abdreht. Oh, jawohl, Leute. Auf Topwater. Monster. Geil. Er stand genau unterm Baum. Super geil. Er ist nur aufgekommen und zack, hing er dran. Irre. Absolut. Hammer. Auf den Frosch jetzt. Zack. Auf den Frosch. Bin jetzt hier eine Viertelstunde. Jetzt der erste Schwarzbarsch ever. Auf Topwater. Total der Hammer. Ein kleiner, mach's gut. War schön mit dir. Dankeschön für meinen ersten Schwarzbarsch. Leute, das war der erste Schwarzbarsch meines Lebens und dennoch auf Topwater. Also ich habe den Köder, den kleinen Frosch hier wirklich richtig rausgefeuert. Einmal angezupft, bam, hing er dran. Absolut geil, ey. Wahnsinn. Was habe ich genommen? Ich habe einfach meine Baitcaster vom Barschangeln genommen. Mit einem 20er Fluo dran. Also ich glaube 4 Kilo Schwarzbarsch will ich hier nicht rausholen. Von daher passt es ganz optimal. Alter, ich bin mal gespannt, was hier noch so geht, ey. Ich mal hier ein bisschen im Freiwasser mit so einem Propellerbait, der manchmal auch ganz geil auf Rapfen. Mal sehen, vielleicht hat es auch bei der Schwarzbarsche. Hat eigentlich eine
geile Welle, aber Fische interessieren sich dafür nicht. Keinerlei Aktion hier. Jetzt habe ich gerade auf ein Stickbait gewechselt. Wow! Den fanden sie geil. Was für ein Ochse. Das ist ja krass. Gerade gewechselt. Wow! Wow! Im Kraut scheint sich zu stehen. Hab's einfach durchs Freiwasser gezogen. Auf einmal steigt hier so eine Granate ein. Ist ja mega krass. Schöner Blackie, ey. Einfach nur geil. Was für ein geiler Biss. Dann noch Topwater. Sieht ja schon fast aus wie in den USA. Und ich verstehe, dass die da richtig geil drauf sind. Was für ein geiler Fisch. Mein zweiter Schwarzbarsch, den ich jetzt gefangen habe, auf dem Stickbait. Und das ist doch schon ein richtig vorzeigbares Teil. Ey, Wahnsinn, was für geile Bisse sind das denn bitte. Knüppelhart. Kommt sofort zurück, ey. Jetzt habe ich auf die Spinnrute gewechselt und zwar mit einem ganz normalen Stickbait hier. Beim ersten Wurf, bam, neuer PB, kann man ja auch sagen. Das ist ja der zweite Blackie und dann gleich so ein Teil. Das ist ja Wahnsinn, wahnsinnig geile Bisse, wie die aus dem Wasser schießen. Das ist einfach mega krass. Also gleich mal weiter probieren hier das Ding. Das hätte ich nicht gedacht, dass das Ding so einschlägt. Da gleich so ein Trümmer rauskommt, ey, absolut krass. Ja Leute, das vermisse ich heute ein bisschen. Geiles Bellyboot. Richtig ein sinnvolles Ding hier, glaube ich. Da kannst du natürlich schön hier am Rand alles abwerfen, aber es geht auch vom Ufer. Oh, und der Mist. Sehr geil. Wie die dann angeschossen kommen, ist ja Wahnsinn. Wahnsinn. Sieht richtig die Welle, wie die dann angeschossen kommen. Wahnsinn. Was für ein kleiner Schniepsi, ey. Sehr geil. Oh, sehr geil. Kommen so von der Seite angeschossen, ist einfach mega krass, ey. Okay, ich habe jetzt 3 Schwarzbarsche tatsächlich schon gefangen. Innerhalb von 2 Stunden oder so. Und man fuchst sich da echt so Stück für Stück rein und das macht einen tierischen Bock. Ich glaube, ich werde jetzt gleich mal eine Posenmontage einsetzen. Puh, das ist hier so heiß. Okay, also ich war jetzt im Auto, habe hier meine Posenmontage fertig gemacht, habe aber kein Lotblei dabei. Ist egal, ich habe jetzt hier vom Chiburashka einfach so eine Murmel genommen und das da so eingeklemmt, den Haken. Das sollte auch gehen. Aus ein paar Resten ein bisschen Futter gemixt. Eine Dose Mais habe ich eigentlich immer im Auto. Jetzt haue ich einfach mal 2 Maismurmeln hier irgendwie hin. Mal gucken, ob da was passiert. Aber dann kann ich einfach mal eine Stunde chillen, weil bei 30 Grad ist es echt anstrengend, Topwater zu angeln. Und das ist ja auch einfach ein geiles Angeln. Schön mit der Posenrute. Ah, I love it, ey. Ich werde es da drüben schön am Kraut ablegen. Gerade einfach runterhängen. Volle Pulle. Keine Ahnung, wo sie hin ist. Zieht aber nichts. Doch, zieht was. Zieht was, zieht was, zieht was, zieht was, zieht was. Nix. Einfach runterhängen. Scheiße. Ah. Endlich ist die Sonne mal ein bisschen weg. An der Pose passiert wirklich genau gar nichts. Jetzt beginnt eigentlich nochmal eine richtig geile Zeit für Schwarzbarsche. Glaube ich. Vielleicht beißen die auch nochmal abends. Ich weiß gar nicht, wann die Beißzeiten sind, ob die tatsächlich eher mittags fressen. Oder abends, also wenn einer von euch Ahnung hat von Schwarzbarschen, haut's mal in die Kommentare. Würde mich mal interessieren, gerade für das nächste Jahr. Topfvoller Schwarzbarsch angeln, alter Falter. Sehr geil bis jetzt. Nur rumsitzen ist ja auch langweilig, also wenigstens noch ein paar Würfe machen. Abends scheinen sie auf jeden Fall nicht aktiver zu werden. Ist ja gar nichts mehr, wa? Oh, da, jetzt nochmal auf dem Arm. Zack, bumm. Kein großer, aber kurz vorm Ende, bam, hat er nochmal zugeschlagen. Ey, wie geil. Ich dachte schon, auf dem Arm geht hier gar nichts mehr. Aber den muss ich jetzt so genervt haben, dass er jetzt nochmal gesagt hat, ach komm. Wow, schöner, kleiner Necki nochmal, aber wirklich ein ganz Fell. Also der war wirklich doppelt so groß wie der Köder und hat jetzt auf dem Arm nochmal zugeschlagen. Junge, ich dachte schon, da geht nichts mehr. Naja,
Sehr geil. Absolut Bombe. Leute, jetzt gehen die paar Stunden Angeln hier zu Ende. Hier am Châteauneuf du Rhône. Ich wollte es einfach mal probieren, meinen ersten Schwarzbarsch zu fangen. Es war mega, denn es hat richtig, richtig geil funktioniert. Leute, einfach krass. Also, wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch, teilt es mit euren Freunden. Und wenn ihr es nicht schon längst gemacht habt, abonniert auch. Und für alle, die drauf warten, Leute, die Mützen, die kommen. Die Caps sind am Start bald, aber die Produktion dauert halt irgendwie da ein bisschen. Von daher, chillt die Basis, so wurde mir das gesagt. Denkt daran, Angeln ist mehr. Danke fürs Zugucken und bis gleich. Ja, durch. So ist das eben bei einer guten Wienerie. Ich weiß immer gar nicht, warum sich die Frauen darüber aufregen, wenn wir im Angelgeschäft einkaufen gehen. Das ist mal einmal in einer Wienerie und dann seht ihr, was da rauskommt. Ich zeige euch die Rechnung mal lieber nicht. Alto, Benni. Habe ich ja immer einen trockenen Mund. Ich muss hier Spucke alle weiter.